Oh, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Gut, wir waren auf dem Weg von Los Angeles nach Twin Falls, Idaho. Gut. Ich werde euch stückweise mitnehmen. Weil so ist das besser. Dann. Recht herzlich möchte ich meinen Bruder grüßen. Und hoffe, dass er sehr viel Arbeit hat. So, gut. Ja, was heißt nicht viel? Viel Arbeit, aber also ich will nicht, dass er vor Stress umkippt, aber ich. Ich finde es gut, dass wenn er Arbeit hat, so. Gut. Oh, hallo. Blöder LKW-Fahrer, der kann nicht fahren. Ja, ich möchte auch, ich grüße mal Laura von Helsingen und ich hoffe mal, dass sie, ist auch unter den YouTuberinnen gegangen, so wie macht so Themenvideos, was ich sehr toll finde, zumindest mit angefangen. Und das finde ich sehr toll. Und freue mich auf ihr nächstes Themenvideo. Und vielleicht werde ich sie auch verlinken. Damit ihr da mal auch reinschauen könnt. Wenn ich darf, muss ich sie um Erlaubnis fragen. Glaube ich, klar. Glaube ich, weiß ich aber nicht. Ja. Und ja. Sie arbeiten ja noch an Schattenwandel. Und ich möchte euch heute erzählen, dass das so abgeht, also die Wirklichkeit. Also. Gut. Es geht darum, dass Michael Myers, Vater wird und seine Frau Laurie. Wir haben einen Sohn namens Jason und irgendwie kämpfen die beiden um den Sorgerecht, weil die sich dann doch zerstreiten. Naja, das ist die Wahrheit. Ich hätte es nie erzählen dürfen, aber jetzt habe ich es erzählt und oh Mann, du blöder Penner. Echt, ey, fährt mir in die Karre einfach. Ein Penner. Naja. Naja, wie gesagt, das ist die Wahrheit. Ja. Und ja, ich bin sehr gespannt. Weil ich sagen muss, ich lese im Moment nicht viel. Ja, höre ich Hörbücher. Oder keine Ahnung.
Fernsehen oder so. Irgendwie auch mit dieser Winterzeit echt prägend. Aber naja. Ist halt so. Was sollen wir machen? Bald ist ja Weihnachten, dann ist Silvester, dann ist der ganze Scheiß auch rum. Ja. Ist so. Nee, weil ich Silvester ja nicht mag. Wegen, weil ich mich so erschrecke aufgrund meiner Behinderung. Ich mag dieses Knallen nicht. Weil ich mich dann sehr erschrecke und wenn ich nicht weiß, also wenn es durchgehend knallt oder so, kein Problem. Und dieses Knall, Pause. Knall, Pause. Knall, Pause. Dann dazwischen mal, ich weiß nicht, knallt nochmal, knallt nicht und da kriege ich Panik. Knall, Pause. Nein, Pause. Datenschutz. 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 Also ich finde mein LKW echt schick. Er hat eine gute Form, sagt ja vielleicht im letzten Video. Aber ich mag ihn echt, macht echt Spaß. Wobei ich mochte den Mac auch, aber der war doch ein bisschen kantig. In diesem Jahr, ich habe ihn. Der ist ja erst seit wenigen Tagen draußen. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Das war toll. Gut. Also, gut, normalerweise spiele ich den im American Truck Simulator. Nicht so oft, also den Euro Truck Simulator 2, den spiele ich öfters, weil ich weiß nicht, das hier kommt mir, kommt mir trotzdem alles so künstlich vor. So. Also das ist mein Eindruck. Und, ja gut, das Ganze ist ja auch künstlich, aber also comic-mäßig ist er eher vor. Aber jetzt mit meinem LKW geht's. Also da werde ich öfters im Truck Simulator spielen. Alleine schon wegen dem LKW.
Naja. Ja, so ist das halt. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich eine Runde fliege wieder. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob ich es da aufnehmen kann. Ich probiere es mal links auf halten. Die nächsten Teile. Auch ein guter Pilot. Ist kein Profi oder so. Aber irgendwie kommt meine Maschine immer runter, egal wie. Naja. Bitte links halten. Ach komm Leute, nicht heute. Wenn jetzt biegt er ab, der Arm. So. Bitte links halten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Fahren wir noch schön Landstraßen. Sag ich auch öfters, aber ich finde ihn einfach toll, der ist super.
Ja, meine Fahrkünste in der Außenkamera. Die lassen zu wünschen übrig. Aber mir ist es egal. Ich wollte das LKW zeigen. Und außerdem müssen wir ja trotzdem vorankommen. Ich meine, ich muss nach 5 Holz. Gut. Aber ich beende diesen Part und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao und auf Wiedersehen.